Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, ein wenig Kritik gegen All Elite, außerdem das beste Tag Team überhaupt und wir haben ein fettes Gewinnspiel und eine fette Ankündigung zu noch mehr Gewinnspielen. Heute wird's geil. So Freunde, heute habe ich was richtig Geiles für euch. Und zwar, bevor es mit den News losgeht, gibt es hier erstmal zwei Ankündigungen. Nummer 1. Es wird auf meinem Kanal einen wunderschönen Adventskalender geben. Und zwar in Kooperation mit dem WWE Euroshop wird es 24 Gewinne geben in den Videos ab dem 1.12. bis zum 24.12. gibt es hier also in jedem Video was zu gewinnen. Das ist erstmal schon eine übelst krasse Sache. Darunter werden natürlich alles WWE-Produkte sein aus dem Euroshop, aber auch Partnerprodukte wie zum Beispiel von 2K oder von Mattel und so weiter. Also einen riesen fetten Adventskalender in Kooperation mit der WWE. Richtig geil. Jeder von euch kann gewinnen und das halt jeden Tag. Also einfach mal ein klassischer Adventskalender, aber halt hier. Wie geil ist das denn, bitteschön? Aber bevor der Adventskalender startet, gibt es jetzt sogar schon die zweite Ankündigung. Und zwar habe ich für einen von euch einen WWE-Titel. Und zwar verlose ich auf meinem Instagram-Account martinguerrero_89 gerade einen Replica Championship WWE-Titel an einen von euch. Was ihr tun müsst, ist ganz einfach. Schickt mir auf Instagram einfach eine Direktnachricht mit eurem YouTube-Namen und einem Screenshot, wo man sieht, dass ihr bei mir YouTube-Kanalmitglieder seid. Das Ganze werde ich auch nochmal auf meinem Community-Post nur für die Kanalmitglieder teilen, damit die das auch mitbekommen. Und ja, dann haue ich einfach mal auf Instagram schon mal vorab einen Championship-Titel an einen von euch raus. Und wie gesagt, der Adventskalender steht an 24 Giveaways. Die sind dann wirklich für alle. Ja, also einfach, das wird dann hier auf YouTube stattfinden in den Kommentaren. Aber auch einfach richtig krass. Also ich hau jetzt einfach raus an euch. Ich hoffe, ihr freut euch und jetzt geht's weiter mit den News. In der letzten Episode habe ich euch ja darüber informiert, dass die WWE möglicherweise ein neues Gebäude für den Thunderdome gefunden hat. Das wurde jetzt allerdings auch bestätigt. Das heißt, sie werden in dieses Stadion gehen. Das ist eigentlich ein Baseballstadion, aber dort werden sie auf jeden Fall jetzt dann erstmal bleiben. Das Ganze wird ab Mitte Dezember also umgezogen, also der Thunderdome. Ab Mitte Dezember startet das Ganze und wird wohl bis WrestleMania 37 dort bleiben. Das heißt, sie werden die Shows bis WrestleMania 37 da machen, weil sie ja aktuell eh nicht wissen, ob sie irgendwas mit Publikum machen können oder nicht. Trotzdem hoffen sie natürlich, dass sie für den Royal Rumble irgendwas mit dem Publikum machen können, denn gerade der Rumble lebt ja nochmal doller vom Live-Publikum und wenn das fehlt, ist das natürlich schon mal wieder viel schlechter. Außerdem möchte man natürlich auch für WrestleMania dann auch wieder Publikum haben, aber auch das ist halt alles fraglich. Deswegen wird man jetzt erstmal von Mitte Dezember bis April dann halt erstmal in diesen Thunderdome auch wieder ohne Publikum gehen. Der ehemalige WWE-Superstar Justin Gabriel und jetzt in den Indies bekannt als PJ Black, auch bei New Japan zum Beispiel mit vertreten, hat sich jetzt sein Knöchel gebrochen oder hat eine Verletzung am Knöchel. Und das Ganze, weil er die Treppe runtergefallen ist. Dieser Typ springt sonst eigentlich aus Flugzeugen und macht halt so generell irgendwie Sachen, die halt viel Adrenalin bringen. Und jetzt verletzt er sich nicht beim Wrestling, sondern beim Treppe runterfallen. Ist natürlich auch wieder scheiße, aber ja, muss auf jeden Fall jetzt erstmal pausieren. Dann hat die Pro Wrestling Illustrated jetzt zum ersten Mal überhaupt Tag Teams gerankt. Wir kennen ja die Liste eigentlich der Top 500 Wrestler und auch Wrestlerinnen, die ja jedes Jahr rauskommt. Und jetzt hat man das auch für die Tag Teams gemacht. Auf Platz 1 stehen FTR, also die ehemaligen Revival Jungs, sind hier also zum ersten Mal als Platz 1 gerankt worden. Auf Platz 2 stehen Kenny Omega und Adam Page. Auf Platz 3 die Golden Role Models, also Sasha Banks und Bayley. Auf Platz 4 haben wir The North von Impact Wrestling und auf Platz 5 haben wir die Street Profits. Also denke ich mal schon ganz gut vertreten und eine coole Sache, dass sie das jetzt auch nochmal etabliert haben.
John Moxley hat am Mittwoch bei Dynamite einfach mal so während einer Promo gedroppt, dass Renee Young schwanger ist. Er hat einfach in der Promo rausgehauen, dass er eine schwangere Frau zu Hause hat und alle so, Moment mal, ist er nicht mit Renee Young zusammen? Ja, so ist es auch. Renee Young ist also schwanger, aber das war hier nicht das erste Mal, wo diese Schwangerschaft schon mal zu einer Sprache kam, denn Renee Young hat nämlich auf Twitter bestätigt, dass sie vorher schon mal jemand anderen von der Schwangerschaft erzählt hat, und zwar Bayley. Das allerdings mehr aus Versehen, denn eigentlich wollte sie an ihren Mann, also an John Moxley, schreiben, so ein kleines Update, und hat aber aus Versehen diese Nachricht an Bayley verschickt. Die wusste also schon von vornherein Bescheid. Dann hat die WWE wieder eine Stellenausschreibung gemacht, und zwar für einen neuen Writer für Raw und SmackDown. Man sucht also weiterhin nach fachkundigem Personal, die hier für Raw und SmackDown neue Stories schreiben sollen. Ehemaliger NXT UK Superstar Killer Kelly hat jetzt darüber gesprochen, weshalb sie eigentlich nicht mehr bei NXT UK ist, denn das wurde ja eher so ein bisschen klammheimlich gemacht und da war jetzt kein großer Aufruhr oder so dazu. Hier meinte sie, dass sie halt gerne wresteln möchte. Sie hat zwar die Zeit bei NXT UK sehr genossen, aber sie möchte gerne mehr wresteln und bei NXT UK wurde sie halt nicht wirklich viel eingesetzt, deswegen ging das halt da nicht und deswegen will sie jetzt mehr machen. Ist ja auch unter anderem Teil jetzt bei dem Impact Wrestling Tag Team Turnier, also auch nicht so schlecht, geht auf jeden Fall voran. Nachdem ja den WWE Superstars verboten wurde, Twitch, YouTube-Accounts und Cameo-Accounts und so weiter zu machen, hat der Undertaker einfach mal einen Cameo-Account für limitierte Zeit online stellen dürfen. Und zwar geht es ja hier um die große Undertaker Anniversary und das möchte man natürlich zelebrieren mit diesem Cameo-Account, wo man jetzt für $1000 sich einen kleinen Clip vom Undertaker persönlich zuschicken lassen kann, ein kleines Grußvideo oder so. $1000 kann man auch mal machen, ja, okay, eine Möglichkeit, ist nur halt irgendwie witzig, dass die WWE das erlaubt, ist halt nur für limitierte Zeit, aber trotzdem, und allen anderen Superstars sagt, ja, weh, ihr macht irgendwie so eine Accounts auf, ist auch schwierig. Dann fragen sich sicherlich einige Leute, wer denn jetzt für Team SmackDown der letzte Name ist, denn das wurde ja bisher noch nicht geregelt. Und dieser Name sollte eigentlich Big E sein. Hier ist es aber so, dass das Match für die Qualifikation von Fox direkt rausgestrichen wurde aus Zeitgründen. Denn SmackDown hat ja nun mal nur 2 Stunden Zeit und das Match mit Big E für die Qualifikation hat nicht mehr reingepasst. Deswegen musste man das vorzeitig rausnehmen. Also kann man davon ausgehen, dass Big E trotzdem immer noch für dieses Match hier vorgesehen ist und sich dann wahrscheinlich dann heute Abend qualifizieren muss, weil so viel Zeit ist ja nicht mehr. Am Sonntag ist ja schon Survivor Series. Bei NXT hat sich diese Woche Arturo Ruas am Arm verletzt, was natürlich sehr schwierig ist, da er ja erst aus dem WWE Raw Underground Gedöns rausgenommen wurde, jetzt wieder bei NXT ist, weil Underground gibt es ja jetzt nicht mehr, und halt gleich in dem ersten Match sich erstmal wieder verletzt. Das ist natürlich auch wieder schön gelaufen. Dann hatten wir zum ersten Mal gefühlt ein wenig Kritik in Richtung All Elite bekommen. Und zwar gibt es einen ehemaligen Mitarbeiter, der sich jetzt geäußert hat zu seiner Zeit bei All Elite, der Videocutter quasi Produzent war für die und da halt nicht die positivsten Erfahrungen gemacht hat. Schwarz davon, dass er häufiger schikaniert wurde von den anderen Leuten und dass er auch mit Cody nicht so richtig klar kam. Außerdem durfte er auf Social Media Plattformen und überall nicht irgendwas zu seiner Arbeit posten, also auch nicht die Tatsache, dass er für All Elite arbeitet, was natürlich auch schon ein bisschen komisch ist, weil alle anderen durften das, nur halt er nicht. Auf jeden Fall haut er mehrere Tweets raus, wo er über All Elite sprach und seine schlechten Erfahrungen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass es schon mit ihm im Vornherein ein paar Probleme gab, denn einige Twitter-User haben halt mal durch seine Timeline gescrollt, was der sonst so geschrieben hat. Und da gab es schon den ein oder anderen Tweet, der vielleicht nicht so perfekt war. Zum Beispiel gab es halt auch einige Tweets gegen Cody Rhodes, die zwar schon teilweise wirklich Jahre her sind, aber dann kann man schon irgendwie nachvollziehen, warum Cody mit ihm jetzt nicht so einverstanden war, wenn er halt im Internet schon seit Jahren quasi negative Sachen über Cody ablässt. Und auch hier und da gab es schon mal den ein oder anderen etwas rassistischeren Tweet. Also der Typ ist jetzt nicht ein unbeschriebenes Blatt,
Von daher weiß ich nicht. Klar ist es hier ein bisschen schwierig, aber es ist jetzt zum ersten Mal so ein Fall, wo halt wirklich All Elite ein bisschen negativer dasteht. So, Freunde, dann war es das erstmal mit den News für heute. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare. Und natürlich auch schreibt mir mal, wer sagt ihr ist denn das beste Tag-Team überhaupt? Und ja, natürlich auch Kanalmitglied werden, ganz klar. Und denkt natürlich dran, dass ihr den gleichen Screenshot dafür macht und mir den auf Instagram schickt. Und dann könnt ihr möglicherweise auch den Titel absahnen. Und ja, Freunde, dann wünsche ich dir noch was. Mach nicht mehr so dolle. Und ich hoffe, du freust dich über das Giveaway oder über die ganzen Gewinnspiele, die ich jetzt hier mache, weil das wird einfach übelst krass. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das wird eine sehr, sehr coole Zeit. Und da ich ja ohnehin schon seit Monaten jetzt schon jeden Tag ein Video raushaue, ja, kann man das auf jeden Fall mit einbauen. Und ja, freut euch drauf. Das wird richtig cool. Auch da gibt es richtig krasse Preise. Also, dranbleiben. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.